Hey Leute, tut mir leid, ich muss das Ganze hier nochmal unterbrechen. Ihr könnt überspringen, wenn euch das nicht interessiert, kein Problem. Aber für die, die es hören wollen, bleibt ruhig dran. Wie ihr erkennen könnt, ich bin gerade nicht zu Hause, sondern ich bin in der Ukraine bei meinen Verwandten. Wie ihr vielleicht schon hier gesehen habt oder hier, weiß ich nicht, wird das unterstützt durch die App LineLive. Schlagt mich nicht. Es geht darum, das ist eine Streaming-App und zwar, wenn dieses Video hier öffentlich kommt und ich hoffe, dass ich, also hier ist eine Stunde Unterschied, deswegen hoffe ich, dass ich das nicht durcheinander bringen werde, aber wenn das Video hier online kommt, werde ich um 19 Uhr streamen. Ich werde euch diese App nämlich in die Infobox packen. Bevor ich dazu laber, werde ich euch ganz kurz erklären, worum es da geht. Das ist einfach eine Streaming-App. Ich kann da online gehen. Also so heißt mein Name, Sascha. Ihr könnt mich da gerne adden. Das ist mein super cooles Bild. Ich habe aber schon 3 Follower. Yeah! Also ihr könnt mir gerne da folgen. Mir geht's gut, wenn du das siehst. Stimmt, kennt sie mich gar nicht. Also ich werde da live gehen und dann können wir ein bisschen chatten, ein bisschen schreiben. Ihr könnt einfach mir zuschauen, wir können uns unterhalten und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns da später. Eugene ist ein Volltrottel. Er ist ein verfressener, sogenannter Manager, der nichts macht, als den ganzen Tag rumzuliegen. Und das war's. Das ist Sascha. Sie ist eine kleine, süße YouTuberin, die mit ihren Videos ganz nach oben will und es auch schafft. Ja, der sogenannte Manager hat eigentlich nicht viel zu tun und deswegen langweilt er sich den ganzen Tag fleißig zusammen. Ich könnte doch Sascha fragen, ob sie will, dass ich ihr Manager werde. Ja, haha. Und dann werde ich sie von vorne bis hinten ausnehmen. Gesagt, getan. Ob ich gerne einen Manager hätte? Na klar, warum denn nicht? Ich denke, das könnte auf jeden Fall viel Spaß machen. Wie erwartet wurden sie die besten Freunde. Sie verstanden sich super gut und hatten sehr, sehr viel Spaß zusammen. Während Sascha die ganze Zeit Videos produzierte, scheffelte er das ganze Geld. Er war so geldgeil und Sascha hat ihre Videos produziert und schwitzte und er war nur geldgeil. Geld! Doch mit der Zeit kam immer mehr sein schlechter Charakter raus. Mülltrennung? Das kenne ich nicht. Das kommt einfach in den Biomüll. Blumen? Ich hasse Blumen. Als ob ich der aufmache. Er wurde immer dreister. Ey Sascha, kannst du mich vielleicht auf Snapchat verlinken? Ey Sascha, kannst du vielleicht mein Instagram-Account pushen? Meinst du, ich sollte vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen? Ey Sascha, willst du mit mir nach Paris? Sascha lehnte dies natürlich ab und das hatte Konsequenzen. Die will mich nicht. Der werde ich zeigen. Das? Das sind meine Eier. Die muss ich jetzt separat mit mir tragen, weil Sascha ausgerissen hat. Ja, scheiße. Er konnte es nicht ertragen, von einer Frau fertig gemacht zu werden und deswegen wurde er wütend. Du weißt gar nicht, mit wem du dich anlegst, ja? Einen schlafenden Löwen sollte man nicht wecken, ja? Oh, ich werde dich zerstören. Oh mein Gott, ich werde alles über dich erzählen, ja? Ich werde all meine Connections spielen lassen, um dich zu zerstören. Doch in Wirklichkeit hatte sich das ganz anders abgespielt. Hey, du bist so ein Spassi. Meine Haare fallen schon ab wegen dir. Ganz ehrlich, was denkst du, wer du bist, hä? Als ob du mir irgendwas sagen könntest. Ich glaube, du verdrehst die Dinge komplett. Ich glaube, du denkst ja richtig, dass du hier der Obermacker wärst, ne? Aber nicht mit mir und nicht mit meinen Haaren. Ich zeig dich an. So, wie stelle ich das jetzt am besten an? Oh, ich weiß es. Ness. Ja, das wird Sascha zerstören. Kapuze drauf. Nicht vergessen, ich muss Gangster aussehen, ja? Liebe Ness, ich schreibe dir aus purer Verzweiflung, weil Sascha mich geärgert hat.
Jedenfalls hat sie mich gekündigt, nur weil ich ihr keine Wohnung besorgen wollte. Ich meine, hallo, wir haben uns 800 Wohnungen angeguckt. Okay, vielleicht war es nur eine. Aber sie hat mich wirklich deswegen gekündigt und nicht, weil ich ein kleiner Bastard bin. Nein, ich meine, kannst du dir das vorstellen? Oh Mann, bitte hilf mir, bitte. Ich küsse dein Auge, ich küsse alles von dir. Ich hoffe, das kommt alles gut an. Oh, ich bin so ein kleiner Lappen. Gangster aussehen, Gangster. Ich muss Gangster aussehen. Natürlich ließ Sascha sich nicht beirren und hat daraufhin ein Video mit Naz gegen ihn gedreht. Das ist ein etwas ernsteres Video heute und zwar, wie ihr vielleicht schon an dem Bildtitel lesen konntet, geht es um Scheiße. Woraufhin er einfach ausgerastet ist. Er kam vor die Tür von Saschkas Haus und hat ihre Mutter zugelabert, dass niemand sie leiden könnte, wirklich niemand, nicht mal ihre eigene Familie, obwohl er doch gerade mit ihrer Familie redet. Ich meine, es war alles so paradox, aber trotzdem schien seine Traumwelt immer noch aufrecht zu bleiben. Sein verkifftes Hirn hatte sich eine Scheinwelt aufgebaut, doch diese drohte nun zu platzen. Er hat sie angefleht, das Video runterzunehmen. Er hat sie angebetet, doch ihre Mutter blieb. Hart. Nein. Daraufhin explodierte er und drohte ihr. Per Snapchat. Schlafende Löwen sollte man nicht wecken, ja? Pass auf, dass ich dich nicht zerstöre, ja? Oh, wieso filme ich mich eigentlich immer beim Autofahren? Was ist verkehrt mit mir? Kann ich nicht warten, bis ich zu Hause bin? Nein! Natürlich, weil er das nicht ertragen konnte, von einer Frau fertig gemacht zu werden, hatte er nichts Besseres zu tun, als mit seinem neu erkauften Audi, mit dem er nur seinen kleinen Penis kompensieren wollte, in ihrer Schule vorbeizukommen und ihr zu drohen. Boah, ich werde die jetzt zerstören, Alter. Ey! Ey! Was fällt dir ein, hä? Was? Du hast das Video noch nicht runtergenommen, hä? Warum? Warum? Ich werde dich jetzt zerstören, so wie ich das schon vor zwei Wochen machen wollte, aber ich hatte viel zu tun. Wir haben uns Expertenmeinung eingeholt. Ich würde stark behaupten, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Vermutlich durch seine abgetrennten Eier und sein enormes Ego-Komplex und sein Penis-Komplex. Würde ich sagen, dass er einfach ein Bastard ist. Ja, also das trifft es auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist das Bastard-Syndrom, ja. Ja, bin ich mir sicher. Zwei Wochen später hat sie einen Polizeibrief bekommen, wo sie aufgefordert wurde, aufgrund ihres Videos auf die Polizeistelle in ihrem Wohnort zu kommen. Natürlich hat sie das nicht ernst genommen und hat einfach ein Video drüber gemacht, so wie es YouTuber nun mal tun. Ich finde dich und dann zerstöre ich dich. Sascha war natürlich total aufgelöst und konnte nicht mal ihr normales Leben leben. Sie konnte nichts trinken, nichts essen. Sie konnte nicht Fernsehen schauen und selbst ihr Schlaf war betroffen. Natürlich nicht, denn die Moral von der Geschichte, wächst du einen schlafenden Löwen, passiert nichts. Yeah. You just want attention. Ich hoffe, ich hoffe, das ist ja auch nochmal ganz kurz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mir mit einem Daumen nach oben zeigt. Ciao, Leute.